Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren One Piece Kapitel. Heute geht es mal um das Kapitel 858, aber nicht ganz. Ich rede über den weiteren Verlauf, was passieren kann und nehme nur eine ganz, ganz kleine Sache aus dem Kapitel raus. Denn Ruffy und Capone haben nun eine Allianz geschlossen, um Big Mom zu besiegen. Und Capone hat uns schon erzählt, dass er einen Plan hat und ganz genau weiß, wie er an die Sache rangehen möchte. Und ich möchte mein Video erklären, wie ich denke, wie das Ganze funktionieren wird und was wirklich die Schlüsselpunkte sein werden, um diesen ganzen Plan zu vollbringen. Also Capone hat eine sehr, sehr starke Frucht, nämlich die Festungsfrucht. Und auf so haben wir schon gesehen, dass die Festungsfrucht, abgesehen von der Fähigkeit, dass sie halt Leute in sich aufnehmen kann und rausspucken kann, sage ich mal, auch innen drin sehr stark ist, weil Capone dort alles machen kann. Das Ding ist hierbei, dass ich denke, dass alle Leute in Capone reingehen werden von der Ruffy und Capone Allianz, also Capones Crew und Ruffys Crew, aber es ist so, dass Sanji ganz normal zur Hochzeit gehen wird und ich denke, wenn der Satz gedroppt wird bei der Hochzeit, hat noch irgendjemand etwas einzuwenden, das ist ja bei jeder Hochzeit gang und gäbe, wird das Ganze zum Knackpunkt kommen und Ruffy und der Rest werden aus Capone rausschreiten, aber bevor das passiert, denke ich, wird erstmal Gas und Rauch durch Caesar in Capone verströmt, damit erstmal alles unkenntlich erscheint. Und so wird dann der Überraschungseffekt geschaffen, dass Ruffy und der Rest rauskommen und die Big Mom-Piraten komplett überraschen. Und ich denke, Ruffy wird dann Gebrauch machen vom Königshaki, um einen großen Teil der ganzen Big Mom-Crew auszuschalten. Und ich denke, der Knackpunkt hierbei wird auch sein, dass Sanji und die Windsmokes gegen die übrig gebliebenen Gegner kämpfen werden, also die Minister beispielsweise, die stehen bleiben werden. Aber ich denke, Ruffy wird Big Mom schnappen und mit seiner Gum-Gum-Kraft in Capone reinziehen. Denn das wird genau das Wichtige sein, dass Capone Caesar Caesar, Jinbei und Ruffy in Capone, also in der Festungsfrucht oder in der Festung von Capone, gegen Big Mom kämpfen werden. Denn Big Mom ist immer noch ein Yonko, also ein Kaiser, der sehr, sehr stark ist. Man sollte das nicht unterschätzen. Und so wird dieser Arc meiner Meinung nach von Gang gehen, dass Capone dieses trojanische Pferd ist, was dann halt reinkommt. Dann kommt dieser Knackpunkt, dass Ruffy und der Rest rausgehen. Die Hälfte der Big Mom Crew wird ausgeschaltet und dann wird Big Mom in Capone gezogen. Denn Capone kann in seiner Welt alles tun und in dieser Konstellation haben sie die besten Karten, um gegen Big Mom zu kämpfen. Denn Big Mom hat Prometheus und Zeus. Zeus ist die Donnerkraft oder die Blitzkraft, die durch Ruffys Gum-Gum-Kraft abgewehrt werden kann. Und Prometheus, also das Feuer, kann durch Jinbeis Wasser abgewehrt werden. Deswegen haben sie hier schon mal eine perfekte Verteidigung, was das angeht. Big Mom hat natürlich noch andere Kräfte oder stärkere Kräfte, aber in Capone selbst hat man die Möglichkeit, diesen Kaiserkampf zu schaffen und das logisch zu verpacken, dass die Ruffy und Capone Allianz Big Mom besiegen können. Ob es wirklich passiert, ist eine andere Frage, aber von der Voraussetzung her ist es nur möglich, denn Ruffy hat auch noch sein Gear 4, was man nicht unterschätzen sollte. Und deswegen in Capone gegen Big Mom sollte die Möglichkeit oder sollten die Chancen zu gewinnen sehr, sehr hoch sein und da Capone den Plan gemacht hat, denke ich auch, dass er das alles mit einberechnet hat, weil er natürlich auch weiß, was Ruffy für Kräfte hat und ich denke, Jinbei wird ihm bei diesem Plan auch geholfen haben. Deswegen haben sie die besten Karten, gegen Big Mom anzukommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Capone Ruffy verraten wird, denn Ruffy ist schon mehrere Allianzen mit Rookies eingegangen, mit Trafalgar Law und jetzt auch mit Capone. Doch Doflamingo hat ganz klar gesagt, bei den Throne Wars, also den Weg, um Piratenkönig zu werden, werden sich viele zusammenschließen, aber genauso viele werden auch einen Verrat begehen. Und Law ist wirklich nicht der Typ, der Ruffy verraten würde, da Ruffy wirklich den Traum von ihm erfüllt hat mit Doflamingo. Deswegen fällt Law da komplett raus und die Ds sind eh verbunden. Deswegen könnte Capone derjenige sein, der nach dem Sieg gegen Big Mom Ruffy austricksen könnte. Denn wenn sie Big Mom in Capone besiegen würden, dann wäre es ja immer noch so, dass der Rest da wäre und dann könnte Capone Ruffy und den Rest ausschalten, weil er wie gesagt in seiner Frucht selber und in seiner Festung selber einfach unschlagbar ist, was das angeht. Und wenn er wirklich Interesse hätte an diesem Poneglyph, dann könnte er so quasi das Poneglyph klauen von Brook. Brook hat es ja aufgeschrieben und damit könnte er abziehen und das wäre dieser Verrat an Ruffy. Das würde Ruffy dann lehren, warum er nicht jeden trauen sollte und sehr viele Charaktere sind hinterlistig und Capone passt sehr, sehr gut in dieses Bild rein und deswegen könnte er auch den Ruhm alleine kassieren und in den Zeitungen würde dann stehen, Capone hat Big Mom besiegt und er würde dann den Posten als Kaiser bekommen und ich denke, falls das so oder so passieren sollte, wird Capone von jemand anderem gestürzt, indem er auf eine noch größere Wand trifft, die er nicht aufhalten kann. So denke ich, wird das Ganze vonstatten gehen, dass Ruffy in diesem Arc schlussendlich ausgetrickst wird und auf Wano Kuni dann wirklich den echten Sieg erlangen wird gegen einen Kaiser, nämlich Kaido. Aber auch dieser Schlüsselpunkt von diesem Arc ist, dass die Riesen angesprochen worden sind und dass Big Mom gesagt hat, dass sie durch die Riesen hätte Piratenkönig werden können. Das kann man so sehen. Und die Riesen sind eine enorm krasse Macht. Und wir wissen durch Hyrodin Co., dass Ruffy wirklich allgemein eine sehr gute Bindung hat zu den Riesen. Und das wird wirklich der Schlüssel sein. Jeder einzelne Arc von One Piece spielt ja darauf an, dass Ruffy irgendeine neue Gemeinschaft gewinnt, sage ich mal, oder einen Volk gewinnt, das ihnen im großen Krieg helfen wird. Und die Riesen werden der Schlüsselpunkt sein. Und ich denke, nach dem Wano Kuni Arc oder nach dem Reverie Arc, dann nach dem Wano Kuni Arc, wird der Elban Arc kommen, weil wir schon lange darauf warten, mal auf Elban zu kommen. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, verlinke ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ansonsten war das hier nochmal ein kurzes Video zu der Thematik Allianz und wie Big Mom besiegt werden könnte. Wenn ihr wirklich alles über das Kapitel erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall beim One Piece Theoretiker vorbei. Der macht immer einen Stream zum Chapter und da sind wirklich alle Sachen mit dabei. Ich bin auch ab und zu mit dabei, deswegen, wie gesagt, kann ich euch das sehr empfehlen. Ansonsten bin ich raus, wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!